Das ist Herbie, unser Holzsteine-Ton-Toilettenmann. Dem geht's ganz gut. Aber er hat ein Problem oder wir haben ein Problem. Das haben einige von euch auch immer wieder gefragt. Und zwar, wie kriegen wir ihn dazu, irgendwo hinzugehen, was weiter weg ist? Weil wir haben einen begrenzten Radius von 30 Metern um das Haus herum, wo wir einen Punkt auf der Karte setzen, wo Herbie dann hingeht und die Materialien zusammensucht. Was er bei mir nicht erreichen kann, ist der Ton. Und ich habe lange rumprobiert und habe herausgefunden, wie es funktioniert, und das möchte ich euch heute zeigen. Ich habe auf der Karte zwei Punkte festgelegt. Lehm, da ist kein Lehm, aber dieser zweite Punkt hier, Lehm 2, beziehungsweise der erste Punkt, sorgt dafür, dass mein NPC hierher geht, um Lehm zu ernten. Als ich nur diesen Punkt hier festgelegt hatte, war das zu weit weg. Also habe ich ihm eine Strecke gemacht und jetzt geht er auch hierher und erntet. Da kommt Herbie. Er geht gar nicht dahin, weil das ist gar nicht festgelegt im Menü, aber er braucht diesen Lehmpunkt, um hier zu Lehm 2 zu kommen. Und seitdem er den hat, da geht er hier auch her zum Ernten. Gut, jetzt nimmt er auch nicht nur Lehm mit, er nimmt auch natürlich die Steine mit, weil er auf Bergbau eingestellt ist. Ich habe hier in seinem Arbeitsmenü gesagt, sammle Ressourcen 30 Meter um Lehm 2. Aber Lehm 2 konnte er vorher nicht erreichen, weil Lehm 1 nicht da war. Hier lege ich als Arbeitsort aber den endgültigen Ort fest. Und da dazwischen einer liegt, kommt er da jetzt auch hin. Was natürlich ganz wichtig ist, wenn er die in die Wildnis schickt, gebt ihnen gute Kleidung, gebt ihnen gute Waffen, dass sie sich verteidigen können. Also Herbie hat jetzt schon einige Angriffe hier überlebt. Wenn ihr bereits so weit aufgestiegen seid, dass ihr Herstellungsbasis freischalten könnt, dann habt ihr es einfacher, weil ihr könnt diese Basen, diese drei, auch aufstellen außerhalb des Bauradius von euch. Ich kann die außerhalb meiner Base aufbauen. Hier jetzt zum Beispiel. Würde wunderbar funktionieren. Und das kann aber auch irgendwo viel weiter weg sein. Und die würden da auch hingehen und würden das auch machen. Ja, die brauchten eben einen Untergrund. Und es wäre natürlich eigentlich schon hilfreich, wenn sie überdacht wäre und es dort ein Leuchtfeuer geben würde, wo sie steht. Wenn sie nicht im Bereich eures Lagers steht. Wenn wir die aufgebaut haben, dann kann man hier einen Betreuer zuweisen. Das wäre jetzt in dem Fall Herbie. Der würde dann alle Materialien hier reinlegen. Wenn wir hier ins Menü gehen, dann kann man hier einerseits den Abdeckungsbereich anzeigen lassen. Das machen wir mal eben. Seht ihr, wie weit das reicht? Das sind nämlich 60 Meter und nicht 30. Also der würde hier jetzt diesen ganzen großen Bereich hier abdecken und würde da farmen gehen. Ich kann aber auch den Abdeckungsbereich theoretisch einstellen und ich könnte ihn verkleinern oder ich kann ihn ja maximal auf 60 Meter. Ich nutze schon ganz gerne den Leuchtfeuerschutz dann von meiner Base, um diese drei Werkbänke für Sammeln aufzubauen. Ich hoffe, ich habe damit eine Frage beantwortet, die wirklich oft gekommen ist. Und wir hören uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann. Ciao.